willkommen dann zu unserer Autorenrunde. Heute ist Damien unser Autor. Er liest gleich vor und wir hören jetzt erstmal ganz aufmerksam zu. Mit Überschriften im Himmel. Die Sterne sind kleine Sonnen, die sind groß, aber sehr weit weg. Die sind auch echt schön. Die Sonne ist groß und echt hell. Es ist auch aus Staub gemacht. Jupiter kann sich selber nutzen, um sich zu heilen. Es wird immer heiler, wenn es sich heilt. Es hat Ringe. Erde ist, wo Leben Zeit verbringt, wo wir leben und wo alle sich freuen, da zu leben. Erde ist aus Erde und Stein. Mars ist sehr rot und manche sagen Aliens wohnen da. Elon Musk auch. Der Mond ist ein Steinplanet, wo wenn Nacht kommt, kommt der Mond. Stein. Die Planeten im Himmel, der das gemacht hat, bin ich. Großen Applaus für dich. Was hat dir an Damiens Text gefallen? Damien darf selber seine Komplimente einsammeln. Du darfst dran. Lena. Mir hat es gefallen, dass du Sterne geschrieben hast. Mhm. Boris? Mir hat es auch gefallen, dass du Sterne geschrieben hast. Time. Mir hat gefallen, dass du Sonne geschrieben hast. Okay. Luis? Mir hat gefallen, dass du Sonne geschrieben hast. Ohne? Mir hat das gefallen, dass du Erde geschrieben hast, weil wir das doch leben. Alia? Mir hat gefallen, dass du Mars geschrieben hast. Gut. Wie hat denn der Text auf dich gewirkt? Was hast du gefühlt? Justin? Im Weltall habe ich irgendwie Weltallgefühle ein bisschen gehabt. Als ich im Weltall gespielt habe. Okay. Du hast an den Weltraum gedacht, habe ich das richtig verstanden? Okay. Boris? Wirkung? Ja, mein Wirkung war, dass die Erde gut ist und darauf wir leben. Wir leben auf der Erde? Mhm. Das stimmt. Mhm. Wie geht's den anderen? Wenn du dir jetzt an den Text denkst, wie wirkt der? Helan? Gierig? 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 Wie kommst du da drauf? Weil man weiß nicht alles über Planeten. Okay. Man will wissen über Planeten. Mhm. Okay, also Damien schreibt etwas über Planeten und dir fehlt da etwas? Oder wie meinst du das genau? Also da fehlt mir etwas. Was fehlt dir? So irgendwas, so eine Geschichte, das so kommt. Aha, dann bleiben wir mal stehen. Ob das denn wirklich eine Geschichte ist, das ist eine andere Frage. Dazu kommen wir nachher. Ole? Das ist cool, weil noch niemand aus der Klasse was geschrieben hat über Planeten. Mhm. Ganz richtig, das ist mal was anderes, ne? Ein Planetentext. Ich würde jetzt einmal ganz kurz zur Textsorte switchen. Wir können aber später nochmal hier drauf zurückkommen. Helan hat gerade gesagt, eine Geschichte. Jetzt müssen wir da mal drüber nachdenken. Ist das eine Geschichte, ja oder nein? Damien schüttelt schon selbst den Kopf. Was ist das für ein Text? Hatten wir ja so noch nicht. Time. Planetentext? Ein Planetentext, ja. Mhm. Justin? Weltalltext, weil es um Planeten geht. Mhm. Aber wir haben die Frage noch nicht geklärt, ist das eine Geschichte? Jetzt musst du überlegen, was macht denn nochmal eine Geschichte aus? Ära. Das ist etwas, was nicht in echt passiert ist. Mhm. Was man sich ausgedacht hat, genau. Jetzt ist die Frage, ist das eine Geschichte, hat Damien sich das ausgedacht?
Lena? Nein. Mhm. Ole? Nein, weil das gibt es auch in echt. Was gibt es in echt, genauer? Die Planeten, Sterne und Sonne und die Erde. Mhm. Was hat Emil denn mit dem Planeten gemacht in seinem Text? Mhm. Das kann nicht nur Ole wissen. Damien, sonst musst du noch mal vorlesen. Und wir hören jetzt noch mal genau zu und überlegen, was du mit den Planeten gemacht hast. Die Planeten im Himmel. Die Sterne sind klein, Sonnen sind groß, aber sehr weit weg. Die sind echt, auch echt schön. Die Sonne ist groß und echt hell. Es ist aus Staub gemacht. Danke, bis hierhin erstmal, Damien. So, die Sonne als Beispiel. Luis. Erklärt uns was über Planeten. Aha, er erklärt uns was. Sehr gut, Ola. Er hat uns die Planeten beschrieben. Mhm, okay. So etwas hatten wir schon mal. Wir haben das auch als Textsorte schon aufgehängt. Wie nennt man denn diese Textsorte, wo etwas erklärt wird, wo wir Informationen über etwas erhalten? In diesem Fall über Planeten. Boris? Ein Gericht. Bericht. Was war denn nochmal Bericht? Was stimmt? Ja, was in echt passiert ist, genau. Berichtet uns Damien jetzt etwas, was er erlebt hat? Berichtet er uns darüber? Nein. Nee, also das kommt nicht ganz hin. Bericht ist es nicht. Aber schon mal in eine gute Richtung, du bist schon von Geschichte weg. Helan. Erklärtext? Erklärtext, genau, das ist ein Erklärtext. Aber wie heißt jetzt ein Erklärtext? Da gibt es ein Profiwort für. Da werden Sachen erklärt. Ole. Eine Beschreibung? Ja, stimmt auch. Es ist eine Beschreibung der Planeten. Haben wir auch als Textsorte. Wenn Sachen beschrieben werden in einem Text und erklärt werden. Wie heißt das denn? Löst gleich auf. Helan? Fragengeschichte? Es werden keine Fragen gestellt in dem Text. Diese Textsorte. Jamor? Sachtext? Sehr gut, Jamor. Sehr, sehr gut. Sachtext. Das ist ein Sachtext. Ich wusste das. Du wusstest das selber, Damien. Oh, hättest du uns auch mal verraten können, du. Gut. Ich wollte gucken, was ihr sagen wolltet. Ach du, okay, du wolltest uns testen. Verstehe. Okay, jetzt gehen wir nochmal zur Wirkung. Ich habe von einigen schon gehört, ihr findet das cool. Euch hat besonders der Erdenabschnitt gefallen, weil wir da leben. Wie sieht es sonst noch aus mit der Wirkung? Was fühlt ihr noch? Ich fand es schön, wo Demi gesagt hat, dass Menschen auf der Erde leben können und dass wir auf der Erde leben können. War etwas neu für dich? Hast du etwas Neues erfahren? Wir haben ja gerade über Sachtext gesprochen. Wir erhalten Informationen, es wird etwas erklärt. Wurde dir etwas Neues erklärt? Helan? Das ist cool, weil die über Erde gesprochen hat und ein paar Sachen habe ich nicht gewusst. Was hast du nicht gewusst? Was ist neu? Zum Beispiel, dass mit die Sonne aus Staub gemacht wurde. Mhm, okay. Und sogar die Sterne ist... kleine Sonnen, aber weit weg. Sie sehen nur klein aus, wegen die weit weg sind. Oder Jupiter kann sich selber benutzen, um sich zu heilen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu schreiben? Ich, wegen mir... Planeten sind das Wichtigste in die Welt. Ja. Es ist auch spannend, wegen in die anderen Universes gibt es noch mehr von... diese Planeten drumherum uns und dann, da sind für immer Planeten, das sind wie uns und da sind auch andere Leute. Mhm. Wer fand es noch spannend? Wer fand den Text spannend? Okay, jetzt musst du mal überlegen, warum findest du das spannend? Lena? Das ist schon spannend, weil... dass wenn es dann eine Sonne, dann ist es richtig dunkel. Interessant, genau. Dann lässt sich auf der Erde stockenduster und auch bitterkalt, denn die Sonne gibt ja, wie wir wissen, auch Wärme. Boris? Wenn die Sonne nicht da wäre, dann hätten sie auch keine Wärme und dann danach wäre es so
nicht so spannend, wenn der Sonne da wäre. Mhm. Ole? Ohne der Sonne wären wir eigentlich alle gestorben, weil es zu kalt wäre. Aha, okay. Helan? Und mit der Erde, wenn die Erde nicht gab, wären wir nicht gelebt, sondern wären gar nicht mal geboren. Okay. Alle waren nicht geboren. Okay. Und? Ja? Dann hat man kein Licht. Wie viele Planeten gibt es denn insgesamt, Damien? Weil ich würde jetzt gerne zu den Tipps Es gibt für immer Planeten. Wie viele? Wie viele gibt's? Es gibt kein Ende. Ich möchte gerne jetzt nämlich noch zu den Tipps kommen. Mhm. Habt ihr... Mein Fuß hier mal runter. Ne? Habt ihr Tipps für Damien? Mhm. Ole. Damien, du sollst ein bisschen mehr Planeten, weil es gibt noch mehr als die sechs. Mhm. Welche gibt es denn noch, Ulle? Weißt du noch einen? Ich weiß nicht, wie die heißen. Okay. Ja, ich auch. Deswegen ja, ja gut, aber gute Sache. Was kann Damien jetzt machen? Wie kann er denn jetzt rausfinden, was ihm noch fehlt vielleicht? Mhm. Also Damien sagt, er weiß jetzt auch noch nicht weiter. Man kann auch nicht alles wissen. Aber wie kann er jetzt an weitere Informationen für seinen Sachtext kommen? Luis? Nämlich der Bücher über Weltall. Haben wir zufällig hier Weltallbücher? Ja. Genau, Damien, du könntest noch mal in den Büchern lesen aus der Lesekiste. Vielleicht findest du weitere Informationen für deinen Text und kannst Planeten ergänzen. Helan? Es gibt noch eine Welt. Es ist Mars, aber wenn die Erde kaputt geht, fliegen die anderen zum Mars, weil die haben herausgefunden, weil bei der Mars gibt es auch Luft und Sauerstoff. Du meinst, dass die Menschen die Lebewesen von der Erde auf den Mars umziehen können, oder wie? Ja. Okay. Weil wenn die Erde kaputt geht. Was könnte Damien an seinem Text noch verändern, verbessern, ergänzen? Boris. Ich hätte gehört, dass also geschrieben, dass Damien dann Freunde hätte und damit die nach oben geflogen wäre. Was passiert dann mit der Textsorte, wenn Damien jetzt sich und seinen Freund ergänzt in dem Text? Und sich das dazu ausdenkt, dass er mit seinem Freund ins Weltall fliegt. Was passiert dann mit der Textsorte? Era. Es wird dann zu einer Geschichte. Aha, warum wird es dann zu einer Geschichte plötzlich, der Sachtext? Weil er beschreibt ja nichts mehr. Er geht ja mit seinem Freund ins Weltall. Genau. Er denkt sich das dann aus. Ganz wichtig. Dann ist es weg von der Sachinformation. Richtig. Damien, das könntest du natürlich auch machen. Nein, ich will dann immer im Sachtext. Du möchtest beim Sachtext bleiben? Okay. Dann würde ich dir vorschlagen, Damien, dass du vielleicht nochmal in den Büchern nachschaust, dass du weitere Informationen findest und den Text ergänzen kannst. Gibt es sonst noch Tipps? No. Boris? Schon gut. Ist schon gut. Finde ich gut, dass du das sagst. Ist schon gut, Damien, ist auch ein Feedback. Gut, dann würde ich sagen, sind wir perfekt auf die Minute genau fertig mit der Autorenrunde und wir gehen schon gleich ins Frühstück. Du gehst bitte jetzt an deinen Platz, holst dein Frühstück auf und wie gesagt, ich sage, morgen gehen wir zwei Minuten.